Hey Silke, hier sind deine Taschen. Eine Tasche ist auf, das ist die da. Die andere ist zu, ich zeige sie dir mal im Detail. Also schwarz, dann abgesteppt mit Cognac. Das Öl ist jetzt mittlerweile eingezogen. Das ganze Leder ist dadurch, ist einfach total weich. Genau, Edelstahlkarabiner. Sieht das dann geschlossen aus. Hier ist noch der. Die Schnürung, die habe ich jetzt nicht festgemacht, einfach damit ich sie dir zeigen kann. Im Moment ist da noch Pappe drin. Ich verschicke die mal so, damit die halt nicht irgendwie zusammenknautschen. Genau, das ist der Haken unten befestigt, der D-Ring. Sehen Sie von der Seite aus. So von hinten mit den Klickverschlüssen. Hier unten sind Breite für den Gurt. Der Gurt ist hier. Und da drin ist jetzt noch, sind noch zwei für jede Tasche Lederriemen mit einem Karabiner, den du dann hier einhaken kannst. Also beziehungsweise eingenommen, das ist die Tasche auf der rechten Seite, hakst du den da ein und gehst dann zum Sattelgurt. Und da ist ein Stück Leder, das schlaufst du dann auf die Gurtstruppe rauf. Und das kannst du dir dann in der Länge noch perfekt einstellen, damit die Tasche nicht rollt, ne? Also nicht so hin und her rollt oder nicht so hin und her schlackert. Der Bauchgurt hier, der braucht immer ungefähr, keine Ahnung, ein paar Finger Platz, damit es beim Atmen nicht stört. Dieser Riemen, der hier ist, der ist aus dem Leder, also aus diesem Leder, das ist ein Riemen, der kann und darf reißen. Zum Beispiel, wenn du jetzt an einem Baum vorbeireitest, ja, und der Baum bleibt hier hängen und zieht dauernd dran, dann reißt dieses Stück Leder. Diesen lang genug, das heißt, du kannst den dir einstellen und das, was über ist, schneidest du einfach ab und packst es dir mit rein in die Tasche, dass du es dabei hast. Genau. Damit einfach nichts anderes abreißt. Das ist so eine Art Sollbruchstelle. Genau, so sieht sie dann geschlossen aus. So, fassen sich einfach total schön an jetzt mit dem Öl. Genau, das ist die Brücke. Da sind 3D-Ringe dran, drei große hinten. So sieht das Stück hinten aus. Ich habe hier die Löcher reingestanzt. Genau. Und wie gesagt, du kannst das Teil bei dir hinten abschrauben, dann steckst du die Brücke rauf und dann schiebst du es so hin, dass die Löcher zu sehen sind. Und dann setzt das Tintenteil hinten wieder drauf und schraubst es fest. Dann sitzt es stramm drauf. Das ist hier, das ist Geschirrleder. Das kannst du, bevor du es aufziehst, einmal in warmes Wasser einlegen, also schön handwarm, dass es sich schön anfühlt. Für, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Dadurch wird das noch flexibler und passt sich dann halt richtig schön an. Das heißt, du legst es ein, steckst es hinten auf den Sattel und ziehst es so richtig schön rauf, dass du die Löcher sehen kannst. Genau, und dann setzt du das Stück hinten wieder rauf und schraubst es fest und dadurch sitzt das Teil dann halt bombenstramm. Genau, und passt sich dann halt an. So, das hat jetzt schon so einen, wie sagt man, so eine, ja, das ist jetzt schon mit Volumen sozusagen, das liegt nicht flach auf flach. Das hat jetzt schon so eine Form, das ist vorgeformt. Genau, aber dann durch die, wenn du es warm machst, dann geht es noch besser. Genau. So sieht es aus. Ich würde jetzt sagen, ich packe das ein und dann geht das in die Post zu dir.